dauert noch ein bisschen bis zum Finish, gell, Frau Fischer? Es dauert noch. Erstmal schönen guten Morgen. Ganz wichtig ist, auch bei den, egal ob Männer- oder Damenmode, dann haben wir da auch Locken, Bewegung. Natürlich nicht zu vergessen, der Gentleman-Look, das heißt der Hollywood-Glam bei den Männern. Ja, ein schöner klassischer Haarschnitt, Seiten mit weichem Übergang, alles mit Kamm und Schere geschnitten. Das ist Trend. Los geht's, wir schauen ganz genau hin, wie es geht. Dankeschön. Alles eher natürlicher. Harmonische Haarschnitte, harmonische Farben. Natürlich lassen Männer, gerade wenn sie so die ersten grauen Haare haben, eher Tönungen machen, eher Intensivtönungen. Man nennt sie auch ganz subtil Farbveredelungen. Ich komme mal vorbei, mache mal einen halben Tag bei euch mit. Bei uns in Tiebersdorf, für Sir Weltmeister, einfach mal den Google eingeben, Sonja Fischer, dann kommt alles, auch auf YouTube und Facebook natürlich. Und was ich noch zum Haarschnitt sagen wollte, und zwar, jetzt habe ich erstmal natürlich den Basishaarschnitt erarbeitet, ganz subtil mit Kamm und Schere, mixt mit Maschine und auf geht's. Jetzt ist das Wichtige, je nachdem muss man jetzt auf die Haarstruktur eingehen. Der eine hat eine Naturwelle, der andere eher Blätter. Und dann kann man sagen, das nennt man Personalisierung, das heißt am Schluss jetzt föhne ich ihn kurz hin, immer vom Ansatz zur Spitze hin föhnen. Denn dann liegen diese Schüppchen an und es kann reflektieren das Licht und dann kommt der Glanz. Finish! Genau, das haben wir hier. Als ob wir es geübt hätten, ihr zwei, ne? Die Sonja Fischer, unsere Weltmeisterin im Jahr 2008 in Chicago. Hollywood Glam, Gregory Peck und so weiter. Man kann mal Business Look tragen, das heißt mit tiefen Scheide gesetzt, eher Sneak Look oder auch crunchig am Abend, könnt ihr die Spitzen akzentuieren, mit Haarwachs in die Höhe stellen und man hat einen ganz anderen Look. Auch da berate ich natürlich im Salon des Vertrauens. Hier wird weiter schön geschnippelt auf der Bühne. Tack, 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 tack. Mir gefällt das, das ist schön. Zeit ist ja auch immer so ein Faktor, ne? Also wer wartet schon gern? Bei Wettbewerben kommt immer auf die Zeit drauf an, auf Perfektion, auf Technik und das Gesamte. Es gibt ja nicht nur Haare schneiden, ne? Beim Friseur, da gibt es ja auch noch ein bisschen mehr. Kopfmassage, ne? So eine richtig tolle Kopfmassage. Jetzt habe ich schnell erarbeitet, ich habe die Form bestimmt, die Silhouette bestimmt, wie ein Bildhauer, der sagt, ich habe was Bestimmtes vor und jetzt muss es ganz schnell gehen, ja, visionär, das habe ich jetzt getan und jetzt geht es ins Detail. Oh, da sind ja schon ganz viele Haare weg, das war jetzt noch nicht mal 5 Minuten. Spiegel setzt sie sich hin, das ist ja wirklich so, man begibt sich ja in die Hand des Friseurs, in dem Fall jetzt eben in die Hand der Sonja Fischer und da gehört schon dazu Vertrauen, sage ich mal, das muss ein Verhältnis da sein und da muss man auch auf den Kunden eingehen können. Beim Friseur redet man ja natürlich gerne, ne? Das machen wir zwar jetzt auch, also Tipps austauschen. Wie schaue ich denn gut aus? Mit welcher Haarfrisur für den Abend? Wenn ich auf so einen Galaabend gehe, so eine Misswahl, wo ich jetzt nicht Teilnehmerin bin, jetzt bin ich ja doch ein bisschen beleibter, wenn ich jetzt die Haare noch hochstecke, dann kommt das Doppelkinn noch besser raus, oder? Nein, wenn der Hinterkopf passt, dann ist der Ausland wieder da. Aha, gewusst wie, ja? Also hier Tipps von der Sonja Fischer. Und hier wird schon kräftig geföhnt bei der Sonja Fischer. Sie hat ja gesagt, James Dean nach einer wilden Nacht. Ich schaue mir das mal an. Ja, könnte hinkommen. Auch hin, ne? Ja.
Schaut gut aus. Alles schön mit Camoncherie erarbeitet natürlich, ganz subtil und dann schöne, saubere Konturen. Perfektion pur. Einfach die Spitzen akzentuiert und dadurch sieht das Ganze gar nicht mehr so brav aus, so geleckt aus, ja, sondern ganz natürlich, ganz wichtig auch, auf eine Seite gezogen. Also keine Symmetrie, sondern eine Asymmetrie mit leicht angedeuteten Scheitel. Ja, so sehen sie aus, die Jungs. Riesenapplaus hier für alle bitte, alle Akteure, Models, bei uns die Schönheit im Vordergrund heute Morgen auf unserer Fanstage, der Moderin der Friseure.